Das Gerät 76 ist eine als kleines Flugzeug ausgebildete Fernbombe. Gestartet von einem Spezialgeschütz, angetrieben durch ein Schubrohr, gelenkt von einer automatischen Steuerung, fliegt sie über weite Strecken ihr Ziel an und schlägt im Sturzflug mit vernichtender Wirkung ein. Größte Rumpflänge 8,3 Meter, Spannweite 5,4 Meter. Das Flugzeug ist aus folgenden Teilen aufgebaut. Rumpf, Tragflächen, Leitwerk, Triebwerk und vorne das Messlok. Die Tragflächen sind leicht abnehmbar auf dem Holm befestigt. Die einzelnen Rumpfteile, das Schubrohr, Holm und Flächen, sind Austauschteile und können leicht ausgewechselt werden. Einfache Verbindungselemente ergeben Montagezeiten von nur wenigen Minuten. Der Rumpf besteht aus Bugspitze, Bug, Lastraum, Mittelstück und Heck. Im Rumpf sind verschiedene Einzelgeräte untergebracht, die zur Erfüllung der Aufgaben einer alleinfliegenden Fernbombe nötig sind. In der Spitze das Lokgetriebe und der elektrische Aufschlagkontakt. Dahinter der Kompass in einer Holzkugel. Der elektrische Zünder ist vorn im Sprengstoffraum eingebaut. Das Mittelstück des Rumpfes ist als Treibstoffraum mit einem Fassungsvermögen von 680 Litern ausgebildet. Dahinter die Kugelflasche mit Pressluft von 160 Atü. Neuerdings sind zwei Kugelflaschen angeordnet. Vorn unter dem Schubrohr der Triebwerksregler. Im Heck befinden sich die Steuerung, Rudermaschinen, Senderbatterie, Sender und Antenne. Durch die Senderanlage wird der Einschlagort ermittelt. Das Gerät in Originalaufnahme. Der Flugzeugkörper ist aus Stahlblech nach modernsten Fertigungsverfahren hergestellt. Nur vorn am Rumpfbug ist wegen Kompassbeeinflussung Leichtmetall verwendet worden. Bugspitze mit Lok. Das Luftlok dient zur Messung der zurückgelegten Flugstrecke. Der Lastraum, über den der Kabelschacht hinwegführt, ist ein geschweißter Stahlblechbehälter, der mit hochwertigem Sprengstoff gefüllt ist. An vier Stellen wird der Lastraum durch Friedrach-Schraubenkupplungen mit dem Rumpfmittelteil verbunden, das den Treibstoff aufnimmt. Hier eine solche Kupplung. Beim Abschuss wird das 2,2 Tonnen schwere Gerät an diesem Beschlag mit einer Kraft von 40 Tonnen beschleunigt. Rumpfhinterteil mit windschnittiger Lagerung des Schubrohres. Hinten ist das Schubrohr auf einer Pendelstütze gummigedämpft gelagert. Die Antenne wird nur in den mit Peilsendern ausgerüsteten Maschinen eingebaut. Nachdem der Holm eingesetzt und am Rumpf befestigt ist, werden die Tragflächen aufgeschoben. Tragflächen und Holm sind austauschbar und können an beliebigen Geräten angebaut werden. Durch besondere Messverfahren sind die Flächen auf den richtigen Einstellwinkel gebracht worden. Bei der Montage an der Abschussstelle sind sie lediglich auf Transportschäden zu untersuchen. Gegen seitliches Herausrutschen werden jetzt die Flächen durch Hereindrehen einer Schraube gesichert. Dank der einfachen Konstruktion ist die Montage in wenigen Minuten durchgeführt. Das formschön-schnittige Gerät erreicht eine Geschwindigkeit von weit über 600 km pro Stunde. Als Triebwerk kommt ein Schubrohr der Firma Argus zur Anwendung. Die Funktion des Triebwerks. Die Pressluft strömt aus der Kugelflasche in den Treibstoffbehälter und drückt auf den Flüssigkeitsspiegel. Dadurch strömt Treibstoff über den Regler zum Triebwerk. Die Außenluft strömt durch die Klappenventile in den Brennraum ein, in den gleichzeitig Treibstoff eingespritzt wird. Nur die erste Zündung erfolgt durch eine Zündkerze. Die Zündung bei allen folgenden Arbeitsperioden erfolgt an heißen Restgasteilchen. Durch die Zündung entsteht eine Verdichtungswelle, die zum offenen Rohrende läuft und sich dort in eine Verdünnungswelle wandelt. Sie läuft zurück und bewirkt das Öffnen der Klappenventile. Der stetig zuströmende Treibstoff bildet mit der einströmenden Außenluft ein frisches Gemisch. Diese Verdünnungswelle, die am geschlossenen Klappenkasten reflektiert wird und zum offenen Rohrende läuft,
entstand ebenfalls bei der Zündung. Sie wandelt sich hier in eine Verdichtungswelle, die zum Klappenkasten zurückläuft und die Klappen wieder schließt. Wir wiederholen. Die Verdünnungswelle öffnet die Klappen, die Überdruck- oder Verdichtungswelle schließt sie wieder. Mit dem Wellenvorgang ist die Beschleunigung der Gasteilchen verbunden, die am offenen Rohrende ausgestoßen werden. Das Ausströmen mit großer Geschwindigkeit ruft eine Schubwirkung in Richtung des Pfeiles hervor. Die Physik der wandernden Gaswellen ist das unsichtbare Geheimnis des Rohres. Was in der Theorie schwer verständlich ist, zeigt uns die Zeitlupenkamera am Versuchsstand, das pulsierende Arbeiten des Schubrohres. Es folgen Einzelheiten über das Triebwerk am Gerät 76. Das Rohr im Flugzustand. Haube abgenommen. Die Haube dient zur Verkleidung des strömungstechnisch ungünstigen Rohrkopfes. In der Gabel ist das Rohr gummigelagert aufgehängt. Vor dem Klappenkasten, der die Luftventile enthält, die Leitungen für Treibstoff und Anlassluft. Klappenkasten abgenommen. Die Blende schützt den Klappenkasten vor der Flamme und verbessert die Gemischaufbereitung. Das Schubrohr selbst ist nur eine Blechröhre, ein Triebwerk höchster Einfachheit. Hier noch einmal der Klappenkasten von vorn mit den vielen kleinen Lufteintrittsöffnungen. Auf der Rückseite sitzt die Blende. Jetzt wird die Blende abgenommen. Man sieht die Einspritzdüsen, durch die der Treibstoff zerstäubt wird. Hier noch einmal ganz deutlich die federnden Klappenventile aus dünnem Stahlblech. Im Rhythmus der Explosionen schließen und öffnen die Klappenventile das Rohr, um immer wieder Luft für eine neue Verbrennung hereinzulassen. Das Gerät starrt klar auf dem Geschütz. Gezeigt wird ein Triebwerkprobelauf. Zündung einschalten. Der Druck der Anlasspressluft stimmt. Der Platz hinter dem Rohr ist geräumt. Ein Druck auf dem Knopf. Teillast. Volllast. Die Klappenventile arbeiten. In dem Rohr spielt sich der geheimnisvolle Vorgang der aufeinanderfolgenden Explosionen ab. Aufnahmen mit der Zeitlupe. Im Rhythmus der Explosionen schließen und öffnen sich die Klappenventile, während die Düsen Treibstoff in den Brennraum spritzen. Mit diesem Triebwerk kann das Gerät weite Strecken zurücklegen. Übersicht der Steuerungsanlage im Rumpf. Kompass, Pressluftbehälter, Steuergerät, Seitenrudermaschine, Höhenrudermaschine. Unter der Bugspitze aus Leichtmetall sitzt der Kompass. Er ist in eine Hohlkugel aus Holz eingebaut, die ihn vor Störungen durch die Schallschwingungen des Triebwerks schützt. Der Kompass, dessen Magnetsystem mit pneumatischem Abgriff versehen ist, hält den Flugkörper auf Kurs. Die Verstärkung und Dämpfung des Kompassimpulses findet im Steuergerät statt. Das Steuergerät, eine pneumatische Kreiselsteuerung, überwacht die Fluglage des Körpers der Seite und Höhe nach. Es bekämpft die Böenstörungen schneller und feinfühliger als der beste Pilot. Zähe Entwicklungsarbeit war notwendig, bis das Steuergerät trotz des Abschussstoßes und der Triebwerkserschütterung einwandfrei arbeitete. Der Lagekreisel misst die Neigungswinkel des Flugkörpers um Hoch- und Querachse. Kontaktlaufwerk für Winkelschutz. Höhendose mit Verstärkerkolben für Höhenregelung. Links Dämpfungskreisel für Querachse, rechts für Hochachse. Diese Kreisel dämpfen die Stördrehungen des Flugkörpers. Hier die Pendelstützung des Lagekreisels, durch welche ein fehlerhaftes Auswandern um die Querachse verhindert wird. Gleichzeitig fließen in diesen Stützpulsen vom Kompass gesteuerte Ströme, welche ein Auswandern aus dem Sollkurs verhindern. Diese Spulen werden auch zum Winkelschutz benutzt. Der Lagekreisel wird entriegelt. Mit etwa 30.000 Umdrehungen in der Minute laufend, bildet er in seiner kardanischen Aufhängung eine raumfeste Basis und gestattet auf diese Weise die Messung der Abweichungswinkel des Flugkörpers aus seiner Normallage.
verriegelt wie vor dem Abschuss. Nach dem Start fliegt das Gerät in einem festen Steigflugwinkel. Der hier gezeigte Höhenregler hat die Aufgabe, bei Erreichen der am Boden eingestellten Sollflughöhe den Kreiselrahmen so weit zu schwenken, dass das Gerät aus dem Steigflug in einen bis über das Ziel führenden Waagerechtflug umgelenkt wird. Die Messwertabnahme an Lage- und Dämpfungskreiseln erfolgt mit Hilfe von sogenannten Strahlrohren. Der austretende Luftstrom lässt in den beiden Löchern, je nach Körperlage, verschieden große Drücke entstehen. Verhältnisgleich diesen Druckdifferenzen sind die Ruderausschläge. Durch Schlauch- und Rohrleitungen erfolgt die Übertragung dieser Kommandos vom Steuergerät zu den Rudermaschinen. Hier werden die feinen Steuerimpulse in kräftige Ruderbewegung umgewandelt. Der Pressluftdruck von 6 Atmosphären gibt 60 Kilogramm per Stellkraft. In den Ruderausschlägen endet das Zusammenwirken der Steuerungsorgane und unbeeinflusst von allen Störungen wird der Flugkörper vom Start bis zum Ziel auf seinem vorgeschriebenen Flugweg gehalten. Zur Erfüllung seiner Aufgaben sind im Gerät noch Sondereinrichtungen eingebaut. Luftlok, Bauchlandekontakt, elektrischer Zünder, mechanischer Aufschlagzünder, mechanischer Langzeitzünder, Zählwerk, Abstiegklappen und die Antenne. Während der Kompass auf Einhaltung des Kurses achtet, sagt das Lok, wann die gewünschte Strecke zurückgelegt ist. Der Lokflügel schraubt sich durch die Luft, die Umdrehungen werden durch den Kontaktgeber elektrisch auf das Zählwerk übertragen, wo die zurückgelegte Strecke registriert wird. Nach 60 Kilometer Flugstrecke betätigt das Zählwerk den ersten Kontakt, wodurch der elektrische Zünder scharf gemacht wird. Dieser Zünder kann beim Aufschlag von einem Membran- oder Röhrenkontakt in der Bugspitze, vom Bauchlandekontakt oder durch den Aufschlagstoß ausgelöst werden. Die elektrischen Leitungen zwischen Lok, Zünder und Kompass in der Spitze laufen über den Kabelschacht zum Steuergerät und Zählwerk im Heck. Sollte das Gerät durch irgendeine Störung glatt landen, dann bringt der Bauchlandekontakt die Sprengladung zur Explosion. Durch die Reißleine werden die Laufwerke dieser beiden mechanischen Zünder freigegeben. Der linke ist ein mechanischer Aufschlagzünder, der rechte ein Langzeitzünder, einstellbar bis 2 Stunden. Das Zählwerk in Tätigkeit. In diesem Rohr ist die 140 Meter lange Antenne aufgespult. Kurz vor dem Ziel wird die Antenne durch das Zählwerk elektrisch freigegeben. Die Scheibe zieht das Seil in einer Sekunde heraus. Der Sender kann die Position zurückfunken. Zur Überprüfung der Treffgenauigkeit wird nur ein Teil der Geräte mit Sendeanlage ausgestattet. Unentwegt arbeitet das Zählwerk der Zahl 0 entgegen, um den Abstiegskontakt zu schalten. Im Schnellflug ist die Rumpfunterseite glatt. Die Abstiegsklappen sind so lange an die Flossen geklappt, bis das Zählwerk 0 erreicht hat und den Abstieg auslöst. Dann stellen sich die Klappen in den Luftstrom. Das Gerät stößt in steilem Sturzflug auf das Ziel hinunter. Bis zum Aufschlag kann es Geschwindigkeiten von 850 Stundenkilometern erreichen. Durchlauf von Heimat zur Front. Die Industrie liefert getrennt an die Heimatmuna. Rumpf im Anlieferungszustand, Lastraum, Flächen, Holm und Zubehör. In der Heimatmuna werden die Teile einer eingehenden Prüfung unterzogen, probeweise zusammengebaut und dann in den Nachschubzustand gebracht. Bei dieser Transportform sind alle Teile so am Rumpf- und Schubrohr befestigt, dass das Gerät nur knapp 1 Meter breit ist. Oben auf dem Rohr das Höhenleitwerk in einem Schutzkasten. Unter dem Rohr zwischen den seitlich angehängten Flächen ist die empfindliche Bugspitze mit Schutzhaube untergebracht. Im Eisenbahntransport beginnen die Geräte den Weg an die Front. Ein Waggon kann mit 3 Geräten beladen werden. Zunächst kommen sie zum Feldmulag, wo Lagerung in großer Zahl möglich ist. Das Feldmulag dient als Zwischenlager. Am Gerät werden hier keine Arbeiten durchgeführt. Weiter geht der Transport mit der Eisenbahn zur Versorgungsstelle. Hier werden die Geräte auf Beschädigung geprüft, mit Treibstoff getankt und gehen dann im Lastwagentransport in die Auffangstellung. Dort werden die Geräte zunächst in den vormontierten Zustand gebracht.
In diesem Zustand sind alle Arbeiten und Prüfungen bis auf Flächenmontage und Einstellung der Schusswerte durchgeführt. Bis der Befehl zum Start klarmachen kommt, kann das Gerät zunächst gelagert werden. Als letzte Arbeit wird das Gerät in den Flugzustand gebracht. Das Gerät ist fertig zum Abschuss. Treibstoff und Pressluft sind eingefüllt. Die Bordbatterie ist eingesetzt, alle Geräte sind überprüft. Auch der Flugauftrag ist erteilt, denn an der Steuerungsanlage ist Kurs und Flughöhe, am Zählwerk die Entfernung eingestellt worden. Angefangen bei der Industrie, die die einzelnen Bauteile liefert, wurde der Weg des Gerätes bis zur Front verfolgt. Jetzt ist das Gerät im Flugzustand und befindet sich auf dem Weg zur Abschussstelle. Mit diesem Geschütz wird das Gerät abgeschossen und fliegt dann durch eigene Kraft weiter. Länge des Geschützes 48 Meter. Abgangsgeschwindigkeit des Geräts 370 Stundenkilometer. Am Rohrende der sogenannte Dampfabweiser, durch den der herausschießende Dampf seitlich und nach unten abgelenkt wird. Auf diesen dicht über dem Schlitzrohr liegenden Flächen gleitet das Gerät beim Abschuss. Das Bediengerät mit elektrischen und pneumatischen Zuleitungen. Durch diesen Schlitz des Geschützrohres ragt die Kolbennase, die an der Unterseite des Geräts angreift. Die Aufhängevorrichtung für das Abdichtrohr mit den Schlaufen ist eingeschoben. Das ist der Kolben, der über die Kolbennase am Gerät angreift und es hinausschleudert. Wie ein Geschoss kommt der Kolben aus der Mündung heraus und fliegt in hohem Bogen ins Gelände. Er wird zurückgeholt und wieder eingesetzt. Unter der Kolbennase die Öffnung, durch die das Abdichtrohr gleitet. Der robuste Stahlkolben wiegt 150 Kilogramm. Ohne Kolbenringe oder besondere Dichtungen wird er ins Rohr hineingeschoben. Schlaufen und Kolben sitzen drin. Jetzt wird das Abdichtrohr eingeschoben. Das Abdichtrohr ist 48 Meter lang und hat einen Durchmesser von 25 mm. Sein hakenförmiges Ende wird am Anfang des Geschützrohres eingehängt. Mit einer Vorrichtung wird das unten im Geschützrohr liegende Abdichtrohr an den Schlitz herangeholt. Die in Abständen von 1,5 Metern verteilten Schlaufen halten das Abdichtrohr in dieser Lage. Das Geschützrohr ist klar. Das Gerät kann aufgesetzt werden. Mit diesem Geschützzubringerwagen wird das 2,2 Tonnen schwere Gerät in einfacher Weise auf das Geschütz gesetzt. Der Zubringerwagen wird mit dem Geschütz gekuppelt. Nach Lösen der Verbindung mit dem Unterwagen wird der Oberwagen mit dem Gerät auf das Geschütz hinübergerollt. Das Geschützrohr hat eine Steigung von 6 Grad. Durch einen sinnreichen Spindelantrieb wird das Gerät auf das Geschütz gesetzt. Unter dem Rumpf sieht man, wie der Mitnehmerbeschlag am Flugzeug sich über die Kolbennase senkt. Die Verbindung zwischen Kolben und Flugzeug ist hergestellt. Der Oberwagen und der Zubringerwagen werden zurückgerollt. Als nächstes muss der Dampferzeuger angeschlossen werden. Das fahrbare Dampferzeugeraggregat entwickelt die Energien, die das Gerät mit einer Kraft von 40 Tonnen hinausschleudern. Durch die Brausen im Zersetzerraum werden Treib- und Zersetzerstoff eingeblasen. Pressluft wird aufgefüllt. Das Laden des Dampferzeugers erfolgt durch getrenntes Einfüllen von Treib- und Zersetzerstoff. Wenn T- und Z-Stoff zusammenkommen, gibt es eine heftige Dampfentwicklung. Deshalb Vorsicht beim Arbeiten mit diesen Stoffen. Keine Schmutzteile an T-Stoff, sonst Brandgefahr. Schmutz, Benzin und T-Stoff ergeben Explosionsgefahr. Übergelaufenen T-Stoff sofort mit Wasser wegspülen. Beim Arbeiten mit T- und Z-Stoff Schutzanzug und Brille tragen. Der unabhängig vom Geschütz schussklar gemachte Dampferzeuger
wird jetzt mit dem Geschütz gekuppelt. Die letzten Handgriffe sind gemacht. Das Gerät 76 steht klar zum Abschuss. Im Einsatz wird das Geschütz möglichst getarnt aufgebaut. Durch Tarnanstrich passen sich Flugzeug und Geschütz dem Gelände an. Erdaufschüttungen und Betonmauern sollen das hochwertige Gerät vor Luftangriffen schützen. Vor uns liegt das startklare Geschütz. Wie spielt sich nun der Startvorgang ab? Der Kolben ist eingeschoben. Der Schlitten liegt auf der Gleitbahn. Das Flugzeug senkt sich herab. Vorn legt sich der Mitnehmerbeschlag auf die Kolbennase. Hinten ruht das Heck auf dem Schlitten. Nun tritt der Dampferzeuger in Tätigkeit. Treib- und Zersetzerstoff werden eingespritzt. Unter dem Schlitz das Abdichtrohr. Es wird durch den Dampf nach oben gepresst. Der Dampf dehnt sich aus und treibt den Kolben mit dem darüberliegenden Flugzeug vorwärts. Wie wird aber der Schlitz im Schleuderrohr abgedeckt? Das Abdichtrohr gleitet unter der Kolbennase durch, biegt sich dann nach oben und wird hinter dem Kolben durch Dampfdruck von unten gegen den Schlitz gepresst. In Sekundenschnelle rast das Flugzeug über die Gleitbahn und erhebt sich in die Luft. Kolben und Schlitten fallen ab. Durch diese neuartige Startmethode kann die Fernbombe in rascher Reihenfolge gegen das weit entfernt liegende Ziel abgeschossen werden. Abschuss in wenigen Minuten. Im Bunker sitzt der Geschützführer. Von hier kommen die Startbefehle. Mit einem Kommandogerät wird der Abschussvorgang durch elektrische Fernbedienung überwacht und ausgelöst. Die Abschusszeit rückt näher. Hauptschalter ein, Voltmeter zeigt an. Jetzt müssen die drei Merklampen aufleuchten. Sie sagen dem Geschützführer, Gerät startklar. Die Zeit läuft an. Noch 2 Minuten. Die Pressluft für Steuerung und Triebwerk wird aufgedreht. Die Kreisel der Steuerung laufen an, schneller, immer schneller. Der letzte Mann verlässt den Startplatz. Noch steht das Gerät gefesselt, sprungbereit auf dem Geschütz. Die Zeit läuft. Noch 10 Sekunden. Rohr anlassen. Teillast. Volllast. Die Zeit läuft ab. Achtung. Abschuss. Unbemannt, sich selbst steuernd, zieht die Fernbombe ihren Weg und führt unbeirrt und unbeeinflussbar ihren Auftrag durch. Nun ein Abschuss im Zeitlupentempo. Kolben und Schlitten fallen ab. Das Gerät im Steigflug. Man sieht, wie die Steuerung das Gerät immer wieder auf Kurs zurückzwingt. Die Leuchtpunkte dienten Versuchszwecken. Abstieg, jetzt Aufschlag ins Wasser. Die schematische Darstellung zeigt nochmals den Flugbahnverlauf vom Abschuss bis zum Einschlag. Mit einer Abgangsgeschwindigkeit von 370 Stundenkilometern verlässt das Gerät das Geschütz und steigt in einem Bahnwinkel von 6 Grad. Die Umlenkung erfolgt nach Erreichung der Sollhöhe, die von 300 bis 2000 Metern einstellbar ist. Das Gerät geht in Horizontalflug über und erhöht die Geschwindigkeit. Bei 60 Kilometern wird der elektrische Zünder scharf. Nach 10 Minuten hat das Gerät seine Höchstgeschwindigkeit erreicht.
Der Peilsender schaltet sich ein. Sperrballone werden durch die im Flügel eingebaute Kuto-Nase durchschnitten. Über dem Ziel wird der Abstieg eingeleitet. Das Gerät geht in Sturzflug hinunter. Winkelschutz. Wenn die Bahnrichtung des fest eingebauten Geschützes nicht mit dem Ziel übereinstimmt, wird das Gerät im Winkelschuss auf den neuen Kurs gebracht. Jetzt sieht man es deutlich. Die Maschine kurvt nach rechts in die neue Richtung. Der Vorgang wird durch ein mechanisches Laufwerk eingeschaltet und nach einer eingestellten Zeit beendet. Danach wird die weitere genaue Kurshaltung vom Kompass übernommen. Nun die schematische Darstellung des Winkelschusses. Die Winkelschusseinrichtung ermöglicht Richtungsänderungen von 60 Grad links oder rechts von Geschützrichtung. Die Kurve wird nach einer Flugstrecke von etwa 15 Kilometern eingeleitet. Unser Modellflugzeug ist gestartet. Winkelschuss setzt ein, es waren 45 Grad eingestellt. Jetzt geht es auf Kurs dem Ziel entgegen. Das Ziel ist erreicht. Abstieg, Einschlag. Das Gerät wird zur Bekämpfung von Flächenzielen eingesetzt. In der Mitte das Trefferquadrat. Die Einschläge geben ein Bild von der Treffgenauigkeit, die den Forderungen des Einsatzes entspricht. Und nun noch einige Aufnahmen vom Abschuss und Flug des Geräts FZG 76.